verschiedene Filme Sorgen aus dem Woche bis nach Urlaub. Wir besprechen heute einen Film, auf den ich mich schon eine Zeit lang freue, und zwar Tenet. Mit von der Partie ist Laura. Hallo. Ja, was ist denn das für ein Film? Die Frage stellt sich, glaube ich, gar nicht. Es ist der 11. Film von Christopher Nolan. Es ist so auch ein wichtiger Film in Zeiten der Krise, wenn man das noch so betiteln möchte. Denn Tenet wurde jetzt zweimal verschoben. Und jetzt haben sie gesagt, gut, wir hauen rein. Der hat auch, glaube ich, inzwischen schon 30 Millionen eingespielt. Es ist, glaube ich, 2 Wochen her, seit er anlief. Das heißt, es gibt Hoffnung für weitere Blockbuster-Filme und dass man dann sagt, okay, man kann ihn als Präzedenzfall nehmen und sagen, ja, wir ziehen nach. Ja, da lastet so ein bisschen was drauf. Aber ein bisschen Trivia können wir später auch noch erzählen. Worum geht es überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Also, wer spielt mit? Ja, Robert Pattinson spielt Neil, den ich sehr toll fand. John David Washington, der Sohn von Denzel Washington. Ja, das sind so die Hauptleutchen. Ja, Laura, erklär mal die Handlung. Die Handlung, ja. Man sieht alles doppelt oder dreifach und irgendwie hat man das Gefühl, dass man dann einmal im Kreis gelaufen ist mit der Handlung, so ungefähr. Also, es geht darum, dass unsere Hauptperson versucht, jemanden aufzuhalten, der aus der Zukunft eine Technologie erhalten hat, die Zeit zu invertieren. Gegenstände zu invertieren. Die Gegenstände zu invertieren, ja. Und das heißt, dass die dann in der Zeit rückwärts laufen, soweit ich es verstanden habe. Ja, würde ich auch so sagen. Ja, und dann spinnt sich da eben so ein Spionage-Thriller drum, dass ein russischer Waffenhändler eben verschiedene Teile hortet, um dann letztlich die Welt ins Chaos zu stürzen. Ja. Ist natürlich ein bisschen komplexer, als wir es jetzt hier beschreiben. Aber ja, ich glaube, die Handlung müssen wir jetzt nicht nach 1 und 1 runterbeten. Es geht ja eigentlich ja nicht unbedingt da jetzt. Also klar geht es um die Handlung, aber ja, man kann auch das Augenmerk ein bisschen anders legen. Man muss ihn sowieso einige Male anschauen, denke ich. Ja, meine Frage ist jetzt, wie fandest du ihn denn? Also ich habe ihn gestern im Kino gesehen. Ich habe das Gefühl, um ihn richtig nochmal verstehen zu können, dass ich ihn locker nochmal angucken müsste. An sich fand ich den Film ehrlich gesagt nur okay. Liegt einfach daran, dass mir das mit der Zeit ein bisschen sagen, etwas anstrengend, dauernd der Handlung da zu folgen. Weil die einen in der Zeit vorwärts gehen, die anderen gehen rückwärts und irgendwann fand ich es da einfach ein bisschen anstrengend, der Handlung noch zu folgen. Also, ja. Ja gut, aber der Film besteht ja auch aus nicht nur Handlung. Also ich fand gerade, also was mich so umgehauen hat, ich war da im Cinecittà in Nürnberg mit einem Andi und das Kino ist, glaube ich, ich weiß nicht, doppelt so groß als ein normales Kino von der Leinwand und du hast da auch vom Sound her ja, bist ziemlich überwältigt, da habe ich mich ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich war da ziemlich angetan davon und war auch, also dadurch, dass die Eröffnungsszene in der Oper schon so reingehauen hat mit von der Musik her und von den ja, Schnitten, wie es dann halt recht flott geschnitten ist, war ich eigentlich ab der ersten Minute drin und war die ganze Zeit eigentlich nur noch am Staunen von den tollen Bildern und der Musik und dann auch dieses, also ich fand es schon ausgeklügelt, wie die dann wieder rückwärts gehen und ja, man versteht es beim ersten Mal vielleicht nicht sofort, aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Das gibt ja auch einen, wie soll man sagen, Wiederschauwert dann. Also ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen und war immer noch geblasen und habe jetzt ein paar Sachen besser verstanden, aber alles in allem ist es auf jeden Fall ein Film, den ich auf jeden Fall eigentlich nochmal im Kino anschauen will, aber ja. Wie fandest du die Musik?
Mir wird jetzt keine große Stelle einfallen, wo mir die Musik wahnsinnig aufgefallen ist. Okay, wow, krass. Also ich finde gerade die Eröffnung ist ja schon brachial, wie die da reinhaut. Also klar, es ist vielleicht ein bisschen so Richtung... Ja, Hans, wow, die Musik im Orchester oder was? Da. Hey, nein, die spielen ja nicht wirklich. Also die spielen da 2 Sekunden. Ja. Nee, ich meine halt, wie das dann, dieser Terrorangriff dann, wenn es ein Terrorangriff ist, mit der Musik und normal, das ist halt sehr basslastig. Oder bei der Verfolgungsjagd oder am Ende dann. Ja gut, also in meinem Kino war es ehrlich gesagt einfach nur wahnsinnig laut manchmal. Ja. Ich es ein bisschen zu laut fand, aber ja. Na gut. Aber die Bilder, fandest du die irgendwie überraschend? Oder halt, das ist überraschend? Das war, also für mich war das so, das habe ich noch halt mal noch nie gesehen. Also war jetzt nicht so das ausgelutschteste, oh ja, kennt man, ich meine, klar von Christopher Nolan kennt man schon beeindruckende Bilder, aber das dann wieder heraufzubeschwören, ist ja auch nicht unbedingt leicht, wenn du schon so hohe Erwartungen hast. Da fand ich cool, da habe ich mich gefragt bei der Szene, wo sie das Flugzeug sich genommen haben und dann sind sie ja da in das Gebäude rein, ne? Ja. Da habe ich mich echt gefragt, ob die das irgendwie echt gemacht haben. Die haben das echt gemacht. Die haben es echt gemacht. Ja. Weil das sah richtig gut aus, weil ja, das Flugzeug wirklich einfach aufs Gebäude halt zugesteuert ist und hat halt alles mitgenommen und so. Und dann mit der Explosion, das sah wirklich, also es sah auch echt aus, deswegen. Ja. Ja, das muss ich sagen, ich bin nicht der größte Christopher Nolan-Fan, aber er ist halt da schon ein Purist. Also ich hab gehört, bei Kino Plus haben sie, glaube ich, erwähnt, dass in dem Film ungefähr so viel CGI ist wie in einer durchschnittlichen romantischen Komödie, also halt ungefähr nichts. Also da wird dann vielleicht mal irgendwie im Hintergrund eine Kleinigkeit geändert, aber die ganzen Explosionen sind halt echt und auch wie das Flugzeug da reinkracht. Und also Christopher Nolan ist ja dafür bekannt, dass er da sehr viel Aufwand betreibt und das hat man ja auch bei Inception, bei dieser berühmten Szene, in dieser Traumsequenz, wo sie sich dann irgendwie nach alles um 90 Grad dreht oder so, da haben sie auch alles im Set nachgestellt. Und das finde ich so schön in der heutigen Zeit, wo du einfach so viele Filme hast, die einfach nur aussehen wie aus der Dose und tonnenweise CGI und Fast and the Furious sieht aus, wie als hättest du irgendwie ein 3D-Computerspiel irgendwie zusammengeschnitten und Dwayne The Rock Johnson draufgeklatscht. Da finde ich das so erfrischend einfach, wenn du siehst, oh fuck, wie haben die das denn gemacht? Wenn du das dich heute noch fragen musst halt, oder wenn das einfach so verblüffend aussieht, weil das hat halt einen ganz anderen Effekt, wenn du siehst, okay, das sieht sehr alles sehr echt aus, als wenn du siehst, okay, da ist CGI, da ist CGI. Das geht ja teilweise schon ins... Teilweise ist es ja ganz schlimm so, dass du dich eigentlich wundern musst, oh, das ist ja gar kein CGI, das ist ja echt so. Und das ist halt dann bei Christopher Nolan schön, wenn es halt einfach ja handgemacht ist und so aussieht, und weil das macht halt dann schon einen Unterschied. Klar, es gibt auch gutes CGI, wo man es nicht so sieht, ne? Bei Blade Runner zum Beispiel, da ist, finde ich, die Symbiose sehr gelungen. Aber ja, bei manchen Filmen sieht man es halt schon schlimm. Ja, aber ich fand halt, es sah aus wie bei so einer Doku. Es hätte auch eine Doku sein können, wie ein Flugzeug gerade in irgendein Gebäude kracht. Also es sah echt aus und das fand ich schon gut. Ja, das stimmt, das sah echt aus und fand ich auch, ja, hat mich auch mit voll reingezogen. Also ich war ja eigentlich hin und weg. Also ich habe auch da nicht so gesagt, oh Gott, wie machen die das und mir das fünfmal überlegt, sondern ich habe es Klingt jetzt tatsächlich voll der passive Zuschauer, aber ich habe es erstmal auf mich wirken lassen, natürlich mir dann schon im Nachhinein überlegt, okay, wie haben die das gemacht, vielleicht auch ein bisschen gelesen und so weiter, aber ja, ich fand es auch nicht klar, es ist ein bisschen knifflig, wenn du dann die ganze Zeit mit überlegen musst und so, aber ich habe mich jetzt gar nicht so zwanghaft da reinversetzt und überlegt, weil ich dachte, okay, schauen wir es vielleicht sowieso nochmal und dann kann man das ja nochmal reflektieren. Ich mochte die beiden Darsteller, auch wenn es wenn die jetzt nicht so das innigste Verhältnis hatten, was ich jetzt, fand ich, auch nicht störte. Aber ich mochte einfach, wie Robert Pattinson und John David Washington irgendwie zusammen gespielt haben. Also fand ich gut. Und ein gutes Beispiel, wie man in einem Blockbuster oder so, wie man da Humor schön nicht so ins Gesicht drückt, sondern mal hier ein kleiner Witz, so mehr so, ich fand es mehr so Schmunzler.
wenn er irgendwie sagt, ja, so, willst du mich, okay, der Boss will mich sehen ohne Hose oder so, das war nicht so, dass du merkst, okay, die wollen jetzt einen zwanghaft zum Lachen bringen, sondern halt so leicht eingestreut. Und das fand ich, das ist mir lieber, als wenn das so, wenn das jetzt so forciert wird. Ja. Ja. Nee, das war eigentlich nicht. Ja. Was ich ein bisschen komisch fand, ich habe ein paar Kritiken gesehen, da waren dann irgendwie Punkte, klar, das sind ja Logikfehler, wobei ich das nach einem Mal sehen ein bisschen vermessen finde, dann direkt zu sagen, weil ich glaube, keine, alle sind erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dann zu sagen, ja, hier ist ein Logikfehler und hier ist ein Logikfehler, finde ich nicht ganz, wird dem, glaube ich, nicht ganz gerecht, weil ich glaube nicht, dass Christopher Nolan jetzt irgendwie jahrelang an dem Drehbuch schreibt, wahrscheinlich mit seinem, ich weiß nicht, ob er das alleine gemacht hat, und dann wird er jetzt, glaube ich, nicht große Patzer haben. Ich meine, jeder Film hat so die ein oder andere Schwäche vielleicht im Ablauf oder der Logik. Aber solange es jetzt nicht so krass auffällt, wenn man ein paar Mal durchdenken, finde ich das. Also mir ist jetzt noch keiner aufgefallen, aber ich werde mir die Tage vielleicht auch nochmal Gedanken drüber machen. Ja gut, mir wäre auch gar nicht aufgefallen. Also ich weiß, wie gesagt, ich müsste das jetzt nochmal schauen, aber... Ja. Ich hatte gerade noch was im Kopf. Und irgendwie, was ich auch überhaupt nicht verstehe, weil irgendwie auch einige gesagt haben, dass, ja, die Charakterentwicklung und der ist nicht so emotional und dann, das ist mir, also... Wer ist nicht emotional? Naja, dass der Film nicht nur, dass du nicht so mit den Charakteren mitfieberst oder dass du sie nicht identifizieren kannst und dass da nicht so eine emotionale Fallhöhe ist. Ja gut, aber es ist halt ein Action-Thriller. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so zwanghaft brauche. Ich meine, es ist jetzt kein Drama, wo ich dann sage, okay, da möchte ich dann schon ein bisschen was mit den Charakteren vielleicht mitfiebern. Deswegen finde ich das nicht unbedingt ein starkes Argument. Also ich fand, die meiste Bindung, die du hattest, war halt immer nur sie zu ihrem Sohn. Mhm. Weil sie das aber auch immer wieder gesagt hat. Ja, und das war so sie und der Sohn und man hat dann gedacht, dass sie halt mit dem Hauptdarsteller anbändelt. So, weil, also was ich schon mal gut fand bei ihm war so, dass er keinen zurücklassen wollte. Mhm. Er wollte am Anfang ja die Leute retten und in der Oper. Und sie will er auch retten und so. Also sie, die Leute sind ihm jetzt nicht scheißegal, ne? Ja. Ja, genau, der war dann ja schon ziemlich vor den Kopf gestoßen, als es hieß, er ist der Einzige, der überlebt hat. Ist dir aufgefallen bei der Oper, mir ist es ja schon zweimal aufgefallen, da siehst du ganz kurz, wie einer sie rettet, also wie einer sie rettet, dann sieht man so, das war wahrscheinlich Neil, weil der hatte so einen roten Anhänger und alle so, hä, wer war denn das jetzt? Und dann so, keiner von uns. Das ist mir beim zweiten Mal erst aufgefallen. Ja, da war das noch nicht so offensichtlich, weil man das noch nicht wusste, dass die das machen können. Ja, genau. Also man dachte, später okay, war es irgendwie schon klar, als sie da in diesem bei den Bildern waren, da in diesen Lagerräumen dort. Boah, da war es schon dann irgendwie klar, weil der Neil den dann irgendwie auch von dem abgelassen hat und ist einfach zurückgegangen. Und er hat ihn ja davon abgehalten, den zu töten. Ja, man hat es ja auch nicht wirklich gesehen. Man hat ja nicht, also das hat man ja. Ja, aber das war gesehen. So, irgendwas weiß der, also irgendwas ist da naja, komisch klar, mit denen. So, das, Aber das fand ich auch so richtig krass. Also ich fand auch den Trailer gut geschnitten, weil er jetzt nicht so, ich meine, das ist mit dem Flugzeug sehen beim Trailer, glaube ich, aber auch klar, ein paar Bilder. Aber ich fand das, diese Kämpfe auch, wo ich glaube, also wie ich es verstanden habe, hat er ja vorwärts und dann sein anderes Ich rückwärts gekämpft. Ich fand das sah so dermaßen spektakulär aus und dann auch die Musik dazu. Also ich bin da die ganze Zeit auf Wolke 7 die ganze Zeit weil mich die Action und die Musik da so gepackt hat, weil es halt ja, okay, weil es halt noch nie da gewesen war, dass das einfach rückwärts spielen lässt. Ich war voll hin und weg von diesen ganzen, ja, also gerade das mit dem Flugzeug, wie sie es dann machen, dass sie da nochmal zurückkommen und der Bösewicht war auch böse, war irgendwie auch ein Arsch. Ich fand gerade diese Szene
Super. Und ja, was war deine Lieblingsszene? Tja, meine Lieblingsszene. Kann auch kurz Werbung machen sonst. Kann auch sonst kurz Werbung machen. Also, vielleicht jetzt nicht meine Lieblingsszene, aber was ich irgendwie cool fand, war, wo die Frau ja eben erzählt hat, dass sie nur gesehen hat, wie da irgendwie eine andere Frau vom Boot sprang und sie so beneidet. Und dass man dann nachher dann merkt oder sieht, dass sie die Frau war. Ja. Was aber auch irgendwie hart ist, weil sie gemeint hat, und das fand ich dann auch ein bisschen komisch, weil sie ja gemeint hat, sie hätte ihren Mann ja dann für ein paar Tage nicht mehr gesehen oder so. Ja, weil sie ihn ja eigentlich umgebracht hat. Oder? Kann jetzt nicht ganz rekapitulieren. Weil sie hat ja irgendwie gemeint, ja, da war ja dann irgendwie eine Frau vom Boot gehüpft. Und der Mann war dann ja irgendwie weg. Ja, weil sie ihn ja irgendwie umgebracht hat. Und dann ist der aber, ist der dann irgendwie zurückgekommen oder so. Wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich fand es irgendwie cool, dass sie das dann so, weiß nicht, sie war ja dann auch frei. Das war cool. Ja, sie war dann frei. Also sie hat ja um sich selber beneidet, ne? Genau. Also sie hat sich selber um sich, also im Nachhinein gesehen, sie hat sich selber um sich beneidet, sie aus der Zukunft sozusagen, wenn man das so sagen kann. Ja. Ich fand einen sehr schönen Moment, der als Neil und der Protagonist, was irgendwie schon darauf hindeutet, dass du mit dem keine so krasse Bindung haben wirst. Er hat ja nicht mal einen Namen, er ist ja nur der Protagonist. Als sie am Schluss dann nochmal kurz reden und Neil dann sagt, ja, das ist eine temporäre Zangenbewegung. Und sie sagen halt kurz, ja, wir kennen uns schon ewig. Und das ist der Anfang, das ist das Ende einer wunderbaren Freundschaft. Das ist die ganze Mission, das ist eine temporäre Zangenbewegung. Und der Protagonist sagt, deine oder meine? Und dann sagt er so, deine. Und dann heißt es, sie haben die Freundschaft noch vor sich, aber für Neil ist es schon das Ende. Das war so ganz kurz dargestellt, aber ich war da schon emotional mitgenommen und fand es dann schon irgendwie ganz schön, obwohl es so wenig eigentlich ist, dass da gesagt wurde dann. Also es war so, okay, die sind scheinbar voll, die haben noch eine ganz tolle Freude vor sich und für Neil ist es so, okay, jetzt ist er weg. Da habe ich dann auch von Wolfgang M. Schmidt, der hat nämlich extra ein Video dazu gemacht, ein zweites, weil die Leute alle sagen, oh, dem kann ich Charakterbindung, bla bla bla, deswegen bin ich da dann nochmal, ich habe das nämlich auch geschaut und habe gedacht, okay, hat er recht und ich hab bei den Punkten musste ich eben auch zustimmen. Und da hat er dann gesagt, dieser eine Moment ist halt richtig, also hat schon eine gewisse Emotionalität und ist halt besser dargestellt als dieses 10-minütige, geschwülstige, oh mein Gott, du bist mein bester Freund und ja, und ich verlasse dich jetzt. Bei gewissen größeren Franchises, was vielleicht der Fall ist, wenn irgend so ein Heini stirbt, dann denkst du, ja, komm, Alter, mach da schön Käse drauf, das ist überhaupt nicht cheesy oder so. Und dann 10 Minuten, oh, ich liebe dich und du bist wie mein Vater und weißt du noch damals? Und denkst, oh. Und das finde ich dann viel, ja, es ist nicht unbedingt subtiler, einfach in der Kürze liegt die Würze und trotzdem gewisse Emotionalität. Okay, das ist aber, ja, ich will es gar nicht anfangen. Ja, man kann es ja auch so machen und ich erwarte gar nicht so von dem Film, dass ich da jetzt heule und mitgenommen bin, sondern so eine kleine emotionale Spitze am Schluss fand ich angemessen. Und jetzt überlege ich gerade, was das Ende nochmal war. Und dann gehen sie ja dann geht der Protagonist ja raus und rettet sozusagen Kate, weil sie das Telefon hat. Und ja, die andere, die Waffen. Ich habe ihren Namen gerade nicht verraten, aber die. Oh, ist die Priya? Ja, genau. Die wollte ja die Kate umbringen, weil sie Sachen wusste. Oder dergleichen. Ja, und dann ist der Film aus. Jetzt gucke ich noch, ob ich mir noch Szenen aufgeschrieben habe. Was ich halt im Trailer schon so gut fand, wo Neil, der Protagonist, mit der Wissenschaftlerin redet. Und ich hatte die gleiche Reaktion. Er erklärt ihr ein bisschen sowas und dann so, sie schießen die Kugel nicht, sie fangen sie auf.
Nee, nur so leise. Wow. Und ich weiß, in anderen Filmen, ich muss es sagen, wäre das halt voll krass inszeniert mit voll der krassen dröhnenden Musik. Oh mein Gott, ist das krass. Wow, seht ihr das? Und dann nur so leise. Wow. Und es war so gut einfach. Klar, der ist schon, wie soll man sagen, brachial und auch, es wird ja auch gesagt, ne, es ist, wir müssen die Welt retten, so eine Art, aber es wird nicht so pathetisch aufgeladen, ist mein Eindruck. Ne? An anderen wäre es 50 Mal gesagt und man hätte 50 Mal gesäuft und gesagt, oh mein Gott, und wir müssen die Welt retten und bla bla bla. Und hier machen sie es halt einfach, ab und zu wird es erwähnt und wird jetzt aber auch nicht so überdramatisiert. Mhm. Ist mein Eindruck. Ja. Ich muss auch sagen, ja, also, wie heißt der Bösewicht? Lass mich kurz gucken. Sato. Sagt ja auch dann, also ist ja ein bisschen so, sagt er ja dann, ne, die aus der Zukunft haben uns angegriffen, weil die Meeresspiegel und so steigen, ist ja dann auch so ein bisschen klimamäßig, ne? Muss ich dann. Ich finde das total blöd. Warum? Ich finde das total blöd als Grund. Das hat mir gar nicht gefallen. Ja, wieso? Ich fand das so blöd. Ich mag das nicht, wenn Filme, es geht die ganze Zeit geht's um irgendwas. Keine Ahnung. Und dann kommt am Ende raus, ja, weil wegen der Umwelt. Also, oh, ja, ernsthaft. Gut, es ist ja nicht so ein grünes Slogan wegen der Umwelt, sondern ja, weil die Welt halt. Ja, aber ganz ehrlich, oh nein. Die haben ja irgendwie die Umwelt total zerstört. Naja, dann bringen wir jetzt mal alle um und dann hoffen wir, dass es dann besser wird. So. Also da war ich irgendwie raus. Das ja, war jetzt absolut also er wollte ja alle umbringen. Also, ja, und das war das Zweite. Wenn ich dich nicht haben kann, dann kann dich niemand haben. Dann bringe ich dich lieber um. Oh, und wenn ich sterbe, dann nehme ich gleich die ganze Welt mit mir. Also das waren so diese zwei, drei Klischee-Dinger, die ich irgendwie nicht mochte. Mm-mm. Nee, also es war so, ich habe zu oft gehört. Okay, fand jetzt gar nicht so störend tatsächlich. Weil er dann, weil bei dem einen Dialog ist er dann auch so, also da sagt ja dann der Protagonist, warte mal, ob sie zur Wissenschaft, ob sie das Metall analysiert hat und sie und er sagt dann so, ja natürlich, warum? Und dann sagt er so, er könnte ja dann rausfinden, wo es herkommt, weil er sieht jetzt gerade noch kein Armageddon hier, ist ja wie bei der Klimawerbung, ne? Das wird ja auch mal gesagt, ja, so schlimm ist es ja noch nicht, aber es geht dann ja um diese Kipppunkte, die dann erreicht werden, also habe ich dann irgendwie auch nochmal dran denken müssen. Es regnet jetzt ja auch nicht Feuer oder so, um mal plakativ zu bleiben, aber kann ja trotzdem sein, dass man da wo drauf hinsteuert. Ich will ja gar nicht mehr drauf eingehen, sonst kriege ich ja Deambus. ja, muss ich noch dran denken. Also Fazit ist, du fandest ihn in Ordnung, aber nicht sein stärkster. Ja, ich fand, ich fand zum Beispiel damals Inception, den Film mag ich halt schon ziemlich gern. Ich kann natürlich auch gut sein, dass der irgendwo, weiß nicht, da kann man sich vielleicht auch leichter reindenken. Ja. Ja, ich meine, es ist ja irgendwo so, also dass du dann tiefer in irgendwelche Träume gehst, ist für mich jetzt nachvollziehbarer als vorwärts und rückwärts in der Zeit. Und dann gibt es zwei von dir. Du darfst dich selbst aber nicht sehen, sonst implodiert oder explodiert alles oder was auch immer. Das war so, okay. Weiß nicht, also hat mir das Konzept von Inception zum Beispiel irgendwie besser gefallen einfach. Könnte auch vielleicht auch dran liegen, dass ich generell so Filme nicht so viel schaue. Und ich habe auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Echt? Also, du hast den Film nicht verstanden, oder? Ja, kann auch gut sein. War ich für einen Spaß, weil das ein Klischee ist. Nee, kann auch gut sein, aber so. Pass auf, das war jetzt eigentlich wirklich nur ein Spaß, weil ich habe ihn ja auch nicht verstanden. Also, ich habe jetzt das zweite Mal gesehen und vielleicht ein bisschen besser das irgendwie nachvollziehen können, aber ich habe es beim ersten Mal, hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Also, ich bin jetzt nicht so der ich denke schon über den Film nach und reflektiere und mache mir Gedanken dazu, aber ich. Aber jetzt da nicht da gesessen, oh, wir haben das so gemacht, warte, wir haben das so gemacht. Also ich habe es einfach auf mich wirken lassen, habe danach noch meine Gedanken gemacht. Und Andi war nämlich so ein Knobler. Ich sag, wenn sie das so gemacht haben und so gemacht haben. ja, bei Inception muss ich fairerweise sagen,
Den habe ich nicht im Kino gesehen. Und wenn ich den im Kino gesehen hätte, hätte ich vielleicht auch eine andere Meinung. Weil da ja, also bei Inception war, glaube ich, Hans Zimmer hat die Musik gemacht. Und das ist dann auch natürlich was anderes, als wenn du das jetzt da, wir haben das bei dir, glaube ich, gesehen. Ja. Da ist es dann auch was anderes. Den würde ich mir auch nochmal anschauen. Den hätte ich eigentlich auch im Kino gerne gesehen. Der lief ja, ich glaube, vor ein paar Wochen nochmal im Cinecittà im Zuge des Wiederaufleben-Lassen des Kinos. Ja, ich werde mir Inception auch nochmal anschauen. Ich glaube, Tenet ist bis jetzt mein liebster Christopher Nolan-Film. Ich hatte jetzt nochmal die alten paar durchschauen. Ich habe sogar noch nicht mal alle durchgeguckt, deswegen steht es sowieso noch auf der Liste. Ja, ich war angetan. Leider fand ich ihn in Ordnung. Ja. Andi fand ihn auch gut, um mal Werbung zu machen für meine Seite. Was mich halt mega triggert, ist dieses. Ja, da bin ich eigentlich schon eingegangen. Ich will jetzt nicht endlos wiederholen. Ja, der kommt auf jeden Fall auf meine Top 10 Filme des Jahres Liste. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich war die letzten, wenn ich es überlege, die letzten 5, 6 Filme, wo ich im Kino war, da war The Witch Next Door, fand ich cool. Und Exil war ganz gut. Aber da war jetzt nicht, wo ich sage, boah, toll, stark. Da war dann sowas wie Lucy in the Sky, wo ich so denke, ja, irgendwie ein Drama beziehungsweise Weltraumollen. Die sind irgendwie komisch drauf und ja gut, das wird jetzt aber auch nicht innovativ was Neues. Da bin ich echt mal wieder froh, so aus dem Kino zu gehen, wo man einfach, also ich war halt sehr weggeblasen und sehr angetan. Ja. Kleine, was mir noch eingefallen ist, weil es ja schon, ich mag das Genre, oder wenn es ein Genre ist, nicht so dieses, in Anführungszeichen, Mindfuck-Zeug, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, wirkt immer vielleicht ein bisschen wenig, wenn ein Film nur Mindfuck, so eine Art, aber sonst nichts zu bieten hat. Aber ich habe eine Filmempfehlung, Triangle, so Thriller-Horror-Filmmäßig, der auch mit, ja gut, ich will nicht so viel verraten, Triangle, schaut ihr nicht an, den kann ich mal empfehlen. Also ich mag es gerne am Schluss nochmal so einen Film zu nennen, der vielleicht ähnlich ist. Ja, weil es, finde ich, wirklich ganz nett ist, dann zu sagen, ah, okay, dann guck, kann ich mir den dann auch anschauen. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles. Hast du noch ein paar letzte Worte zu ergänzen oder sind wir durch? Wir sind, glaube ich, durch. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste Podcast, wenn wir die Reihenfolge in irgendeiner Weise einhalten, wird wahrscheinlich, jetzt kommt die starke, der Face-Reveal, der nächste Podcast wird wahrscheinlich The New Mutants sein, der eigentlich letztes Jahr schon laufen sollte, der jetzt aber dieses Jahr laufen sollte, der dieses Jahr aber wirklich läuft, der wird schon 3, 4 Mal verschoben. Ja, Marvel-Horrorfilm, der ab 16 ist. Ich habe richtig Lust drauf, der fängt 12.09. Da wird es wahrscheinlich einen Podcast von mir geben, im Alleingang. Ich glaube, den guckt keiner unserer Podcast-Leutchen. Ja, ansonsten sehen wir uns. Wir werden sehen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Die Filmnische verabschiedet sich. Schönen Abend.